Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Telefootball zum Stadiontest des Holstein-Stadion von Holstein-Kiel. Im hohen Norden an der Ostsee liegt das Stadion der Störche und bietet Platz für 15.034 Zuschauer. Hier gibt es 5.239 Sitz- und 9.225 Stehplätze. Damit haben wir hier auch eines der kleinsten Stadien der zweiten Bundesliga. Bereits 1911 wurde das Stadion genau hier eröffnet. Holstein Kiel spielte eigentlich bis 2017 größtenteils Regional- oder Oberliga. Auch deswegen ist das Stadion sicherlich nicht das neueste, aber das macht sicherlich auch nochmal für uns umso interessanter. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, was wir hier alles sehen werden. Grundsätzlich mal vom Stadionaufbau bis hin über das Essen und natürlich auch die Atmosphäre. Also, los geht's mit dem Stadiontest des Holstein-Stadion von Holstein-Kiel. Blicken wir natürlich erstmal auf das Thema Parken und Anreise. Ihr hört schon, neben mir geht auf jeden Fall eine ordentliche Straße mit viel Verkehr, denn das Stadion liegt zumindest mal verkehrsgünstig direkt an der Bundesstraße 76. Also die Autoanbindung, die ist auf jeden Fall schon mal gut. Generell liegt das Holstein-Stadion eher außerhalb der Stadt, gute 5 Kilometer von der Innenstadt entfernt, aber dafür auch nur gute 1,5 Kilometer von der Ostsee, unweit auch des Nord-Ostsee-Kanals. Direkte Parkmöglichkeiten selber am Stadion gibt es eigentlich nur für VIPs. Das Nikola Tesla Parkhaus sowie das RBZ Parkhaus werden auch vom Verein empfohlen für normale Stadionbesucher, wie ich es eben auch bin. Die sind in nur wenigen Gehminuten zu erreichen und kosten ca. 5 Euro für die Parkdauer eben dann während des Spiels. Es gibt aber auch einen Shuttle-Service direkt vom Hauptbahnhof zum Stadion. Ebenso kann man durch sein Ticket kostenlos mit Bus, Bahn und sogar einer Fähre anreisen. Ist auch immer was ganz Neues hier in meinen Stadion-Tests. Ausgenommen davon, von diesem kostenlosen Weg sind aber die Gästefans. Die können das eben nicht kostenfrei nutzen. Für die steht aber wiederum auch der Parkplatz Leibnizstraße zur Verfügung. Also, rein von den Infos, die man hier vom Verein bekommt, bin ich auf jeden Fall zufrieden. Rein von den Parkmöglichkeiten ist es aber nicht optimal gelöst. Viele suchen hier in den Gassen ja so ein bisschen auch die Parkplätze, wo man vielleicht mal zwischendurch noch sein Auto abstellen kann. Also optimal ist das sicherlich noch nicht. So sieht es also dann auch von außen her aus. Auf den ersten Blick sicherlich jetzt kein Schmuckkästchen, würde ich mal sagen. Wir haben hier auch direkt ein VIP-Zelt. Also es ist dann alles so ein bisschen Tribüne an Tribüne, Zelt an Zelt. Mal gucken, wie es dann auch gleich so von innen ist. Wir müssen hier irgendwo auch rein. Wir finden gerade noch nicht unseren Eingang. Aber ich sehe schon einige andere Schalker hier. Mal gucken, wie es wird. Ich bin drin im Stadion. Es gab ein paar Probleme beim Einlass, weil ich ein paar Schalke-Sachen anhatte. Die muss ich alles noch abgeben. Stand leider vorher nirgendwo online. Hätte ich sonst gar nicht erst angezogen. Aber gut, wir sind drin im Stadion und gucken uns natürlich jetzt auch alles mal ganz genau an. Hier auf dem Vorplatz gibt es direkt mal einen Holstein-Kiel-Fanshop, es gibt Bierbuden, es gibt eine Grillstation, da hinten haben wir auch noch eine Holzhütte plus auch noch Toilettenhäuser. Also hier hinter der Osttribüne ist auf jeden Fall alles draußen, deswegen gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass es drinnen auch noch irgendwelche Kioske gibt. Denn generell ist da, wo wir gerade sind, mit der Osttribüne das alles auch durchaus ja, vorübergehend gelöst. Also hinter mir wurde die alte Osttribüne 2018 abgerissen. Bis April 2019 erfolgte dann die Fertigstellung der neuen Osttribüne und genau die sehen wir hinter mir. Es wurde eine provisorische Stahlrohrtribüne, auf der wir heute eben auch sitzen, die eigentlich maximal 4 Jahre stehen sollte. Also von April 2019 bis jetzt, Anfang 2024, sind es dann schon mal knappe 5 Jahre. Hat nicht ganz so gut geklappt. Wir haben zudem auch eine Zusatztribüne neben der Haupttribüne. Es gab einen Ausbau von Flutlichtmasten, der Umkleidekabinen, der Mixzone und auch des Pressebereichs. Also hier ist in den vergangenen Jahren sehr viel passiert, weil eben auch Kiel immer wieder Probleme mit Lizenzen hatte. Und deswegen musste das Stadion auch immer wieder erneuert werden. Aber es ist eben alles nicht perfekt, denn man wünscht sich hier einen Komplettumbau. Aber es geht irgendwie nicht so richtig voran. Es wurde verschoben jetzt wieder auf diesen Sommer. Es soll Tribüne für Tribüne auch erneuert werden. Hinter der Haupttribüne soll es auch dann ein großes Parkhaus geben, was vielleicht die ganzen Parkmöglichkeiten auch erleichtern wird. Aber bislang sind das eben auch alles nur Pläne. Langfristig immerhin eine Kapazität von möglicherweise sogar 25.000 Plätzen haben. Kostenpunkt 70 Millionen Euro. Mal gucken, wann das auf jeden Fall dann fertig sein wird. Jetzt sieht es auf jeden Fall erstmal so aus, durchaus provisorisch. Bin ich mal gespannt drauf. Hier haben wir also einen sehr, sehr schönen großen Schwenkgrill, also eine Bratwurst auf Holzkohle. Das sieht, finde ich, schon mal sehr, sehr gut aus. In den Holzhütten weiß ich gerade gar nicht genau, was es da gibt. Da gibt es auf jeden Fall Brezel, da wird irgendwas warm gemacht, glaube ich. Also Kaffee, Kakao und sowas wird es auf jeden Fall auch geben. Hat auf jeden Fall, finde ich, hier draußen einen ganz coolen Flair. Das gefällt mir. Crepe gibt es da hinten dann auch noch in dem Stand. Und dann haben wir hier eben eine Bude mit Punsch, Popcorn, Kakao, Kaffee.
Hier ist also die Bratwurst vom Holzkohlegrill. Die sieht auf jeden Fall erstmal ganz gut gegrillt aus. Hat aber auch einen ordentlichen Preis mit 4 Euro. Finde ich, ist auf jeden Fall schon, ja, heftig ist vielleicht das falsche Wort, aber schon teuer. Das kann man sagen. Also da gibt es auf jeden Fall in meinem Stadion-Test deutlich bessere Würstchen. Das ist recht für den Preis. Wenig Geschmack. Ansonsten gibt es beim Grill schon auch noch eine Currywurst und Krakauer. Man bezahlt dort übrigens mit Bargeld. Und genau da geht's jetzt rein. Und hier geht's hoch, gefühlt durch den Windkanal auf der Osttribüne. Und jetzt geht's hier hoch. Und das ist also heute unser Blick im Holsteinstadion. Da hinten ist die Kieler Fankurve sozusagen oder Fantribüne. Hier in der Ecke ist der Auswärtsblock. Dann gibt es hier übrigens auch nochmal einen Stehblock, was ich ganz interessant finde. Und da ist eben dann die Haupttribüne, da hinten noch die Zusatztribüne. Sieht schon alles speziell aus, würde ich mal sagen. Ihr seht ja hier auch bereits den Pfosten hier oder die Säule besser gesagt. Denn wir zahlen hier auch 18 Euro für diesen Platz, weil es eben auch mit Sichteinschränkungen ist, was ja durchaus logisch ist. Ich finde aber dafür auch ein durchaus fairer Preis. Und eben hier auf der Osttribüne. Die Stangen stören natürlich schon so ein bisschen, aber gut, was willst du machen? Irgendwo muss es halt auch dann gehalten werden. Optimal ist das aber sicherlich auch nicht. Trotzdem auf jeden Fall nochmal ganz kurz hier ein paar Infos zu den Preisen. Die Sitzplatzkarten, also natürlich unter anderem dann auf der Haupttribüne, sind hier ungefähr immer um die 35 Euro. Stehplätze wiederum hier unten und auch da hinten um die 15 Euro. Was im Vergleich auch dann zu anderen Vereinen schon fair ist, meiner Meinung nach. Aber es hängt eben auch dann stark vom Gegner ab, inwieweit ihr hier auch mal im freien Verkauf Tickets bekommen könnt. Jetzt gegen Schalke war das auch nicht ganz so einfach möglich, bei anderen Spielen aber schon. Und ich persönlich finde es immer cool, sich mal andere Stadien anzuschauen, mal so ein bisschen anderes zu erleben. Und das ist hier in Kiel auf jeden Fall möglich. Ein Bier probieren wir logischerweise hier auch und da ist es. Es gibt hier in Kiel Flensburger. 0,4 Liter kosten 5 Euro. Also ein sehr teures Bier für die zweite Liga, eben dann im Vergleich, was die Literanzahl angeht. Mal gucken, wie es schmeckt. Ansonsten gibt es hier auch Fanta Cola Sprite. Das kostet in 0,4 dann 4 Euro oder 4,50 Euro. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was es war. 4 Euro waren es. Und ansonsten gibt es hier natürlich auch noch Radler. Ja, wie gesehen, Kaffee, Punsch und sowas. Auswahl. Gut, Geschmack essen, naja, Preise hoch. Ja, es schmeckt aber, auch wenn der Preis hoch ist. Ansonsten, was mir sowohl draußen als auch drinnen sofort aufgefallen ist, Kiel nutzt wirklich jeden Fleck im Stadion für Werbung. Also habe ich auch vorher schon gelesen, dass sich einige Kieler selber darüber aufregen. Also egal, wo du hinguckst, egal, wo vielleicht ein freier Fleck ist, gut, außer jetzt da an der Tribüne, haben wir zum Beispiel hier eben auch Werbung hängen. Unten auf Platz ist überall Werbung, wo es nur geht. Das finde ich, ist hier schon wirklich krass. Was je nach Wetter auch hier heute nochmal interessant werden könnte, sind die Plätze hinter den Trainerbänken, denn die sind nicht überdacht. Also im Kieler Stadion nicht alle Plätze mit dem Dach drüber. Ich denke mal rein äußerlich ist natürlich die Osttribüne eine, die schon sehr heraussticht. Ansonsten ist alles noch nicht so ganz optimal gelöst. Es ist aber doch ein sehr, sehr altes Stadion, das darf man eben auch dabei nicht vergessen. Ich finde aber, man könnte teilweise schon jetzt ein bisschen mehr rausmachen. Und was auch interessant ist, obwohl wir natürlich hier ein Dach über uns haben, waren vorher alle Plätze nass, also jetzt nicht extrem viel nass, aber schon so nass, dass man jetzt nicht einfach draufsetzen konnte. Also Dach anscheinend nicht ganz so dicht hier. Oder es regnet hier in Kiel halt wirklich extrem schräg. Aber bei der Höhe, wo wir sitzen, kann es eigentlich nur von oben gekommen sein. Also ich denke mal, rein vom Aussehen des Stadions, von den Tribünen her, muss hier mittelfristig was passieren. Da sind sich ja auch alle drüber einig. Aber mal gucken, wann es eben dann auch tatsächlich so weit sein wird. Halbe Stunde vor Anpfiff, logischerweise alles jetzt deutlich voller hier, weil du eben nach draußen musst, um alles zu tun, sowohl Essen, Trinken als auch Toilette, weil drin nichts ist. Also schon viel los hier, viele Schlangen dann eben auch und jetzt gehen wir aber auch dann rein ins Spiel.
unter Töcke. Sehr viel Stau auf dem Weg in die Pause. Eieiei. Also in der Pause ist hier auf jeden Fall extrem viel los. Toilettenschlangen sind extrem lang, auch da drinnen ist es sehr, sehr eng. Das ist sicherlich alles nicht optimal gelöst, aber, und das finde ich, kann man schon sagen, Kieler Leute hier alle freundlich. Und jetzt gehen wir rein in die zweite Hälfte. Und zweite Hälfte läuft. Ich finde, da unten an der B-Bude hat auch meine Freundin von wunderbar geschrieben, sieht so ein bisschen so aus wie am Dorf beim Sportplatz. Schon besonders hier. Das war es also hier aus Kiel vom Holsteinstadion und mehr dazu gibt es jetzt im Fazit. Kommen wir also zum Fazit meines Stadiontests bei Holstein Kiel. Ich fand es auf jeden Fall mal sehr interessant, im hohen Norden im Stadion zu sein, bei den Kielern in einem Stadion, was natürlich noch nicht optimal ist, was mittelfristig umgebaut werden soll. Und ich fand, man hat es auch teilweise ganz gut sehen können. Wir haben im Stadiontest die üblichen drei Kategorien aus Parken oder anders gesagt der Anreise, dem Essen und natürlich auch der Atmosphäre, wobei die Atmosphäre dann auch doppelt gerankt wird. Legen wir erstmal los mit dem Parken und dort finde ich es erstmal gut, dass Kiel als Verein dort den Fans auf jeden Fall auch einige Informationen zur Verfügung stellt. Das ist auf jeden Fall das Positive, das Negative ist aber eben dann die Parksituation als solche. Am Stadion selber ist das durchaus schwierig. Generell ist dort auch immer relativ viel Verkehr, wodurch man auch ein bisschen Zeit mitbringen muss. Optimal ist das somit hier auch alles nicht gelöst. Man will mittelfristig ein großes Parkhaus bauen, das macht, finde ich, auch auf jeden Fall auch dann Sinn. Ansonsten ist es eben dann ist auch durchaus wertvoll, einige Meter weg zu parken, zu Fuß zum Stadion zu gehen, dann kommt man auch nachher wieder ganz gut weg. Ich habe mich hier am Ende für die Note 6 entschieden und somit gibt es hier 6 von 10 Punkten. Weiter geht es mit dem Essen und dort habt ihr ja im Stadion-Test hier vor allem auch die Bratwurst gesehen und da war ich geschmacklich echt enorm enttäuscht. Generell fand ich, war die Auswahl auf jeden Fall ganz gut. Es gab Bratwurst, Currywurst, Krakauer, Pommes und eben auch Crepe. Also all das konnte ich auf jeden Fall dann bei den Buden sehen. Finde ich, ist auf jeden Fall rein von der Auswahl gut. Geschmacklich gibt es aber da dann doch echt Nachholbedarf und deutlich bessere auch in der zweiten Liga. Zudem hatten wir auch lange Schlangen in der Pause und auch kurz vor dem Anpfiff, auch hier deswegen 6 von 10. Das Wichtigste ist und bleibt aber im Fußballgeschäft die Atmosphäre eines Stadions, das Ambiente, die Stimmung logischerweise auch. Und dort muss man natürlich auch erstmal ein bisschen unterteilen, denn rein vom Aussehen her
merkt man natürlich innen sowie außen auch das Alter, was das Stadion einfach mit sich bringt. Es ist aber dafür eben auch eine traditionsreiche Spielstätte, was ich auch immer mag. Denn auch Kiel ist natürlich kein Verein, der schon seit Jahrzehnten in der zweiten Bundesliga spielt. Das Stadion ist eine Zusammensetzung aus mehreren Tribünen. Der Wunsch nach einem neuen Stadion macht auf jeden Fall Sinn und ist auch dringend nötig. Ich fand die Stimmung auf jeden Fall okay bis gut. Rein akustisch gesehen war es immer ein bisschen schwierig, weil man auf der Tribüne, wo ich saß, oftmals Heim- und Auswärtsfans zeitgleich gehört hat. Ansonsten habe ich auf jeden Fall auch einige nette Kieler getroffen und habe mich auch durchaus dort im hohen Norden mal ganz wohl gefühlt. Insgesamt aber auch hier nicht mehr als eine 6 von 10 drin und somit haben wir hier also die 3 Noten vergeben. Wenn wir das dann mal zusammenrechnen, 6 plus 6 plus 2 mal 6 kommt 24 raus und dann eben dort wieder den Durchschnitt der Rechnung kommen wir auch wieder auf die glatte Note 6 und somit ist das also hier die abschließende Benotung vom Holstein-Stadion in Kiel. Damit landen die Kieler Störche bei mir auf Platz 8 und jetzt interessiert mich mal eure Meinung zum Kieler Stadion und natürlich auch generell zu meinem Stadion-Test. Grüße auch nochmal an alle Fans von Holstein Kiel. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive.